Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank Part 29. Ja, Leute, wir haben im letzten Part Quark besiegt und unser neues Schiff bekommen. Ziemlich schnittig, wie ich finde. Und ja, damit werden wir jetzt Anflug auf den neuen Planeten nehmen. So. Ruinen von Gorda City, Oltanis. Überlebende suchen, Stadtruinen durchsuchen. Und das werden wir tun. Wo die Goldbolts sind, ich habe keine Ahnung. Auf dem Planeten kenne ich, glaube ich, keinen einzigen. Aber das soll uns nicht weiter stören. So, ich glaube, irgendwas ist passiert. Genau. Clank wurde getroffen. Clank? Clank? Komm schon, wach auf! Captain Quark? Nein, Dummerchen, ich bin's, Ratchet. Was ist passiert? Du wurdest vom Blitz getroffen. Hier tobt ein verdammt schlimmer Sturm. Du bist da draußen nicht sicher. Bin gleich zurück. Ja, genau. Jetzt müssen wir hier ohne Clank zurechtkommen. Finde ich eigentlich ziemlich nice, dass die Entwickler das machen, aber das ist gar nicht so einfach. Da merkt man erstmal, wie aufgeschmissen man ohne Clank ist. Mal gucken, ob es neue Waffen gibt. Oh, tatsächlich die Stromklaue. Oh, die kenne ich hier überhaupt nicht mehr. Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, an die Stromklaue. Ja, Leute, wie ihr seht, also mit der Rida, ob wir das schaffen, bezweifle ich ziemlich. Deswegen denke ich, wir sollten uns vielleicht die Stromklaue lieber kaufen, damit wir noch eine Waffe zusätzlich haben. Ich weiß gar nicht, was die Stromklaue genau kann. Ich kann mich da gar nicht mehr so gut dran erinnern. So. So, die werden schon mal weg. Ich glaube irgendwie, dass hier Spawner oder so waren. Da vorne, das sieht schon mal ziemlich verdächtig aus. Ach, die. Oh, nee. Boah. Okay. Sammeln wir erstmal alles schön ein. Ah, toll. Oh, das war jetzt Fail. Das war jetzt Fail. Treffer versenkt. Okay. So. Ach du Scheiße, das sind auch so welche. Das geht ja eigentlich noch. Mit dem Blaster ist das ja noch auch alles easy, solange man genug Munition hat. Cash ist immer gut.
sind schon locken. Okay, zerstört. Okay, die kommen tatsächlich so weit. Ja, müssen wir wohl zu anderen Maßnahmen greifen. So. Also ich denke, dass wir das mit den, dass wir das hier auf dem Planeten hinkriegen werden, soweit. Aber ich kann mich noch an eine Stelle mit so Gletscher erinnern. Die waren nicht so nett. Und auch noch irgendwas mit Magnetstiefel. Ja, das ist das. Nee, Grindboots. So. Das ist übrigens eine neue Aufnahmesession. Ich denke, dass das jetzt die letzte wird. Dann haben wir das Spiel, glaube ich, durch. Je nachdem, wie lange ich heute spielen kann. Oh. Ach du Scheiße. Ja, ich habe mich nicht treffen lassen. Das war eigentlich gar nicht so schlecht. Ohne Punch musste ich immer diesen Schlag von oben machen, weil sonst hätten die überlebt. Okay, ich glaube, das war es jetzt soweit. Ja, ich glaube, da oben kommt das jetzt gleich mit diesen Eismassen. Ja, da wir jetzt das Jetpack-Teil nicht haben, wird das auch nicht mehr so leicht. Ach du Scheiße. Obwohl ich mich eigentlich nicht gerne in Verwüster benutzen. Okay, wir wurden nicht getroffen, da haben wir ja nochmal Glück gehabt. Da ich das gerade für einen ganz kurzen Moment trifft uns hier. Wir haben uns noch gar nicht die Karte angeguckt. Also, wir haben jetzt hier schon den Weg hinter uns und so wie ich das sehen kann, müssen wir jetzt nur noch hier diese Grindboot-Bahn, glaube ich. Das sieht mir mehr nach Grindboot aus. Lang und dann sind wir beim ersten Fragezeichen von 3. Ja. So. So. Hier haben wir nochmal Energie. So. Ja. Nee, das sind wir ja hergekommen. Hier müssten wir jetzt lang und das müsste dann jetzt diese gummige Strecke sein. Nee, da kommt aber ein Stückchen. Und das ist so ein gummiges Geschütz, die wir von Quarks Planeten kennen. Oh, und ich lasse mich auch noch voll davon treffen. Aber das konnte man zerstören, das finde ich natürlich angenehm. So. Ja, Grindboot-Bahn. Das wird jetzt mit Ausweichen und so sein. Ich habe 7 Leben. Ich hoffe nicht, dass ich so unfähig sein werde und sterbe. Das hätte ich mir denken können. Das ist so der erste. Oh, das ist doch voll knapp. Ich sehe nichts. Ah ne, das war's schon. Hey, willkommen in meinem Laden.
Was kann ich für euch tun? Ich suche nach Drake. Klar, ja, ich habe jede Menge Angebote. Seit dem Angriff kommt ja keiner mehr her, um hier einzukaufen. Sind Sie okay? Tiefpreise, aber hallo! Ich habe einen kaputten Turbogaser, einen zerquetschten Carbonisierer oder hier diesen Infobot. Der Bombenangriff war wohl etwas laut. Aha, du bist ein gerissener Geschäftsmann. Pass auf, ich gebe dir den Infobot zum halben Preis. Ja, 2000 Volt. Da müssen wir wohl machen. Tja, das war's dann wohl für mich. Ich glaube, das ist der letzte Infobot, wenn ich mich nicht recht entsinne. Das war ein toller Preis. Also wirklich. Haben Sie nachts draußen Angst? Haben Sie tagsüber draußen Angst? Haben Sie einfach immer Angst? Dann brauchen Sie das, der Ultra Mac Unlimited. Dieser Mac ist das ultimative persönliche Abwehrsystem. Blast Industries nimmt jetzt Vorbestellungen an. Bestellen Sie, bevor es zu spät ist. Ah nee, ein Planet kommt doch noch, den habe ich übersehen. Das ist nicht mal richtige Feuerkraft. Clank wird von Nightgreen anlaufen, wenn er das sieht. So, also Quartu kommt noch. Dann kommt da doch noch ein Planet. Ich dachte, das wäre jetzt schon der letzte. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Mir fällt gerade auch noch etwas ein, was ich total vergessen habe. Ja. Oh Mann. Hoffentlich habe ich... Ist das alles, was ich vergessen habe. Nicht, dass jetzt noch irgendwie ein Planet kommt. Ah ja, okay, gut. Wo müssen wir jetzt lang? Hier waren wir jetzt, ja, da, ach, da gibt es direkt ein Fragezeichen. Was das da ist, weiß ich nicht. Da kommt man wohl nur mit Clank, wenn überhaupt, hoch. Wie komme ich da vorne? Oder man muss von dahin kommen, ja. Wow, okay. Oh, was war das denn? Jetzt bin ich ja ziemlich dumm gestorben. Ich dachte, da wäre etwas mehr Luft. Das war auch gar nicht so knapp. Ja, hier waren wir noch nicht. Ach, das hier so ein mächtiger Geschütz. So, das war's mit dem Teil. Okay, hier hört das auf. Ah, ich bin noch gesprungen. So. Oh, da ist ja noch ein Spawner, sehe ich gerade. Okay. Müssten jetzt alle gewesen sein. So, dann sammeln wir hier noch die ganzen Bowls auf und dann gehen wir weiter. So. So, das war eine kurze Unterbrechung. Oh, das darf nicht wahr sein, das beschützt mich jetzt getroffen haben.
Ah, ich habe ja gar nicht den Hieb ausgerüstet. Hab ich vergessen. So. Hier irgendwas schweben. Ach ja, so ein Teil. Ich guck mal, ob da oben noch was ist. Oh. Das sieht ja nicht gerade freundlich aus. So Leute, dann würde ich sagen, mit diesem Ende machen wir den Part auch zu Ende. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Ciao Leute.